Ist ein Minijob über 5.400 Euro steuerfrei? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben wieder mal eine Anfrage auf rentenbescheid24.de hereinbekommen und da ging es um das Thema, dass jemand zum 1.10.2019 in Rente gehen möchte und möchte noch nebenbei ein bisschen arbeiten. Und die Rentenkasse habe wohl zu dem Anfragenden gesagt, dass er 6.300 Euro zur Rente dazu verdienen darf. Jedoch bei 6.300 Euro müsse er Steuern zahlen. Und jetzt will der Kunde da wissen, ob das stimmt und ob er da, wie er das mit seiner Firma klar macht, dass er nur eben einen Minijob bekommt, wo er keine Steuern zahlen muss. Ja, und was haben wir da geschrieben? Ganz einfach, grundsätzlich ist es so, die deutsche Rentenversicherung hat natürlich an dem Punkt absolut recht. Wenn jemand zu seiner vorgezogenen Altersrente 6.300 Euro dazu verdient, dann hat er erstmal keine Einkommensanrechnung, das ist klar. Also die Rente wird nicht gekürzt, aber die 6.300 Euro müssen versteuert werden, denn ein Minijob ist nur bis 5.400 Euro steuerfrei in Deutschland. Alles, was oben drüber hinausgeht, muss versteuert werden. Und deshalb sollte der Kunde, wenn er ein steuerfreies Einkommen haben möchte, seinem Arbeitgeber das auch klar machen, dass er hier entsprechend monatlich nur 450 Euro bekommt. Wir haben aber vor kurzem schon mal darauf hingewiesen, dass wahrscheinlich der Minijob von 450 Euro auf 500 Euro hochgesetzt wird. Wir warten da noch auf die Entscheidung vom Bundeswirtschaftsminister, die sich mit dem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil da noch kurzschließen wollen. Näheres zum Thema Minijob und Einkommensanrechnung finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.